Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Video rund um Wimpern. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe nämlich so ein paar Mascara-Auftragevideos, die gleich auch hier in dem Video kommen werden und genau. Die werde ich dir danach einblenden. Zuallererst möchte ich dir aber einfach mal zeigen, wie es quasi immer davor ist. Genau, also quasi meine Wimpernroutine mehr oder weniger. Ich verwende seit einer Weile, seit 6 Wochen ungefähr müsste das sein, ein neues Wimpernserum. Das habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Das ist das Grande Lash MD Lash Enhancing Serum. Das ist dieses hier und das trage ich mir seit der Zeit, also seit circa 6 Wochen, nagelt mich nicht drauf fest. Ich blende euch auch bei den Wimpern-Videos, wenn ich gleich die Mascaren-Trage-Test-Videos einblende, ein, wann das erste Video gedreht wurde, die erste Sequenz. Genau. Dann sieht man nämlich auch meiner Meinung nach, dass die Wimpern sich auch tatsächlich verlängert haben. Auf jeden Fall ist das ein Wimpernserum, was nicht unbedingt günstig ist. Ihr könnt mit dem Code CLAUDISWELT15 auf dieses Wimpernserum nochmal 15% sparen. Das kostet aber auch irgendwie so 59,95 oder so. Das ist echt recht hochpreisig, aber es bringt halt auch was. Das hat so ein ganz kleines, feines Applikatorpinselchen und das trage ich mir jeden Abend, nachdem ich ganz normal mein Gesicht eingecremt habe, als letzten Step ganz nah am oberen Wimpernkranz auf. Und ja, dann wirkt das über Nacht und ein Wimpernserum bewirkt halt, dass das, dass die Wachstumsdauer einer Wimper an sich länger dauert. Also quasi, dass sie davon abgehalten wird, auszufallen. Und deswegen kriegt man längere Wimpern. Wenn man nochmal die Wimpern zusätzlich stärken möchte, dass sie nicht abbrechen zum Beispiel, kann man ein Rizinusöl verwenden. Das habe ich jetzt aktuell nicht in Anwendung, habe ich aber mal eine Zeit lang verwendet. Kann ich dir auch mal in der Infobox verlinken. Das ist so, ja, also im Prinzip ein Pflegeöl für die Wimpern, was man zusätzlich auch noch verwenden kann, um halt das intensive, krasse Gedönsen nochmal zu verstärken. Das kann man sich entweder mit dem Finger dann auf die Wimpern so auftragen oder du nimmst dir das mit einem Wattepad und machst es dann auf die Wimpern drauf. Oder kann man auch bei Amazon zum Beispiel kaufen, du holst dir so Röhrchen, also im Prinzip so ein Leerröhrchen wie dieses hier und füllst dir dann das Rizinusöl rein und kannst es dann auch noch drauf machen. Das würde ich tatsächlich dann in Kombi verwenden, wenn man halt richtig heftig mal seine Wimpern pflegen möchte und gleichzeitig ein Wimpernwachstumsserum nehmen möchte. Genau, das so als mein Tipp. Ich persönlich verwende aktuell wirklich nur das Serum. So, meine Haare sehen aus wie, als hätte ich in eine Steckdose gepackt, aber damit kommen wir klar. In diesem Video wirst du immer wieder 2 verschiedene Mascaren auf meinen Augen sehen, denn ich habe 2 Augen, wie man sieht. Und dann habe ich immer links eine genommen und eine rechts. Und ich zeige dir jetzt aber erstmal, was ich vorher immer gemacht habe. Und zwar, wenn ich mich geschminkt habe, nehme ich mir einfach ein Fixing Spray. Da habe ich hier von Catrice das Illuminating Prime and Fine Dewy Glow Fixing Mist. Das ist dieses hier. Damit habe ich dann einmal kurz mein Make-up noch einmal gesettet, nachdem ich mir zum Beispiel einen Eyeliner oder so aufgetragen habe. Muss man aufpassen, weil der Sprühstrahl ist schon intensiv. Und ich habe so jetzt ja auch ein bisschen was auf meine Wimpern gegeben. Und dann nehme ich mir eine Wimpernzange. Da habe ich jetzt hier von Brushworks schon seit 2 Jahren oder so in Anwendung. Diese hier, ihr könnt auch mal näher rankommen. So ein Spiegel ist übrigens super wichtig, ne? So ein Einklappspiegel. Und mach mein Auge zu, lege hier oben die Wimpernzange an, dann mache ich mein Auge auf und habe die Wimpern genau dazwischen und dann kann ich vorsichtig die Wimpernzange schließen und habe hier dann auch wirklich meine Wimpern in voller Länge hier oben drin. Ganz, ganz vorsichtig mit so wippenden Bewegungen, also wirklich nur ganz zart, ihr seht das, ne? Wippe ich hier so ungefähr 10-mal rum, lasse dann los. Und dann hat man schon so einen leichten Schwung in den Wimpern. Dann gehe ich zum nächsten Auge. Genau das gleiche Spiel. Ansetzen, vorsichtig öffnen. Und es darf nicht wehtun, ne? Also dann hast du die Wimpernzange zu nah an deinem Wimpernkranz angesetzt. Das darfst du nicht, weil du dich dann ja kneifst. Und kneifen ist nicht cool. Das tut weh und
alles, was mit Beauty zu tun hat, gut, bis auf Epilieren, aber ne, sollte nicht wehtun tatsächlich. Dann sollte man es halt nicht mehr machen. Ich biege eigentlich so 2-3 Mal pro Seite einfach meine Wimpern und dann halten sie auch normalerweise den Schwung. Wenn man halt eine richtig heftige Mascara hat oder wenn ich mir halt einfach nur einen Alltagslook schminke, wenn ich nur ganz normal zur Arbeit gehe oder so, biege ich mir jetzt nicht unbedingt meine Wimpern. Aber das habe ich jetzt meistens auch, bevor ich hier meine Mascaren aufgetragen habe, gemacht. So, genau. Ich habe jetzt gebogene Wimpern, die halt dann auch nach oben geknickt wurden, in Anführungsstrichen. Und das schaut dann immer so aus. Ich mag das ganz gerne, weil das halt ja auch nochmal ein bisschen Volumen reinbringt und den Mascaren hilft, dass sie besser funktionieren. Ich habe mir jetzt für dieses Mal 2 Mascaren ausgesucht, die ich gegeneinander antreten lasse quasi. Das ist einmal von BH Cosmetics die Stella Lash Mascara und von Urban Decay die Perversion Mascara. Das sind diese beiden und ja, die haben beide Kunsthaarbürstchen, die, also ich kann mich daran erinnern, dass beide damals auch mal richtig krasse Wimpern gemacht haben, deswegen habe ich die jetzt auch mal nebeneinander, dass ich die nebeneinander stellen möchte. Die Perversion Mascara ist ein bisschen dichter vom Bürstchen her und die Stella Lash ist ein bisschen mehr so in das Erdnussförmige, also dass die in der Mitte noch ein bisschen schmaler zusammengeht. Und dann stecke ich die erstmal zusammen, zurück wieder. So, jetzt kommen wir zu dem, wie ich meine Mascara auftrage. Man suche sich einen bequemen Sitz. Dann nehme ich mir hier immer meinen Handspiegel. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ihr so nah dran seid oder ob ihr weiter weg müsst. Vielleicht ein bisschen weiter weg. So, mal gucken. Und zwar halte ich diesen Spiegel so vor mich. Das heißt, dieses Teil hier, also die eine Seite, ist quasi gerade, wie so ein Tellerchen. Und die andere Seite ist so ganz leicht angeschrägt. So halte ich mir meistens den Spiegel. So, dann nehme ich mir jetzt einfach mal eine Mascara. Meistens streife ich von hier vorne, wenn da überschüssiges Produkt ist, das so ein bisschen ab. Halte das dann auch immer so fest. Machen das jetzt mal vollkommen realistisch. So, und dann gucke ich mit hochgezogenen Augenbrauen und sehr offenen Augen zuallererst in diesen Spiegel hier vorne rein, setze mir die Mascara hier an und schließe meine Augen. Und dann drehe ich auch gerne mal so das Bürstchen, dass auch ein bisschen mehr Produkt an die Wimpern rankommt. Und ziehe mir das hoch. Ich mache das ganz langsam. Und lass mir auch wirklich Zeit dabei, ne? Damit das Ganze ganz entspannt auf die Wimpern kommt und wirklich von der Wurzel bis zur Spitze ankommt. So, das heißt, hier habe ich jetzt schon mal die erste Schicht aufgetragen und ich habe Produkt komplett auf meiner einen Seite drauf und widme mich dann der anderen Seite. Halte den Spiegel wieder genau so vor mich hin, gucke ganz groß rein und dann auch wieder drehen und hochziehen. Das wäre dann auch auf dieser Seite die erste Schicht. Man sieht jetzt schon, dass da ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Mascaren sein wird. Aber das ist ja immer in der ersten Schicht noch gar nicht so relevant. Jetzt gehen wir nämlich zur zweiten Schicht. Nehme ich mir wieder die Stella Lash. Wieder vorne etwas abstreifen. Und jetzt bei der zweiten Schicht gucke ich zuallererst in den oberen Spiegel. Und ziehe mir das so einmal kurz durch, auch wieder mit dem Drehen der Bürste. Manche ruckeln halt so mit dem Bürstchen, das kann man auch machen. Ich muss gestehen, wenn ich Zickzack-Bewegungen mit dem Bürstchen mache, es ist bei mir meistens so, dass ich dann Mascara-Patzer hinkriege. Und das mag ich nicht so gerne. Dann habe ich die hier schon mal so weit aufgetragen und gehe jetzt an den unteren Wimpernkranz. Einfach indem ich meinen Mund ziemlich unschön nach unten ziehe. Kommt halt sehr viel Produkt runter, das sieht man jetzt auch hier außen. Dann versuche ich das noch irgendwie auszubürsten, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig.
wenn ich jetzt nochmal noch mehr Intensität haben möchte, dann nehme ich mir den Spiegel und gucke in den unteren Teil und setze mir das Bürstchen an und ziehe das wirklich hoch. Und indem du so runter guckst, schaffst du noch mehr Volumen. Tatsächlich. Probier es einfach mal aus. Das ist super witzig. Weil du automatisch so die Wimpern mehr biegst. Und du patzt hier oben einfach nicht. Das ist auch ziemlich ulkig. Weil du guckst hier so nach unten, ne? Das ist schon aufregend. Genau, das wäre jetzt die zweite Schicht von der Mascara. Die macht sich schon sehr, sehr gut. So, jetzt kommt die andere Seite auch dran. Hier sehen wir jetzt in zwei Schichten aufgetragen, die beiden verschiedenen Mascaren. Und jetzt kommt die dritte Schicht drüber. Bei der dritten Schicht muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil es kann natürlich sein, dass du dir ein bisschen zu viel Produkt aufträgst. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich habe hier vorne die Spitze von der Mascara auch ordentlich abgestriffen und werde jetzt ganz mit Vorsicht die dritte Schicht auftragen. Das heißt, ich werde erstmal noch nicht das Bürstchen drehen. Ich gehe erstmal so vorsichtig rüber, gucke, wie die Mascara sich in der dritten Schicht verhält. Sehe, ja, sieht jetzt nicht so aus, als würde die anfangen wollen zu klumpen. Also drehe ich wieder mein Bürstchen. Wahnsinn, was diese Mascara übrigens gerade für einen Effekt macht. Ich bin da selber echt überrascht von. Also ich habe sie gut in Erinnerung, aber dass sie so gut war, das wusste ich gar nicht mehr. Wenn man mag, kann man jetzt tatsächlich auch an den unteren Wimpernkranz noch eine weitere Schicht geben. Das mache ich persönlich eher selten. Und wenn ich das mache, dann mache ich das wirklich nur dann in die Länge, also nur dann außen hin. Ich habe schon, als ich eben die zweite Schicht gemacht habe, von dem Wurzelansatz an runtergetuscht, also wirklich ne, komplett getuscht. Und so gehe ich jetzt nur noch eben so an den Spitzen entlang, um ein bisschen mehr Länge zu erzielen, weil viel mehr will ich ja auch gar nicht. Ich habe jetzt auch einen kleinen Mascara-Patzer hier, also einen kleinen Krümel. Den lassen wir einfach erstmal da, wo er ist und lassen ihn einfach trocknen, weil das ist auch super wichtig. Fang nicht an mit einem Q-Tip oder mit irgendwas Feuchten, dann mit Feuchttüchern oder sonst was an deinem Auge rumzuwischen. Da zerstörst du dir einfach nur alles und das möchten wir nicht, weil man hat sich ja doch einiges da unten aufgebaut. Ne? Ich habe da einen Primer, ich habe da Concealer, ich habe da Lidschatten, ich habe da auch ein bisschen Eyeliner-Kram und sowas. Wenn ich da jetzt noch mit... Nee. Das muss ich nicht wieder von vorne haben. Genau, und diese Seite möchte ich jetzt natürlich auch schön machen. Also erstmal so drüber gehen, wobei ich bei der Mascara jetzt auch schon sehen kann, die wird mir nicht krümeln, die wird auch nicht zu sehr verkleben. Da kann ich sogar ein bisschen ruckeln, aber man sieht es eigentlich ganz gut, dass ich das nicht so ganz drauf habe. Ich bin eher der Dreher. Und hier ist eine Wimper dran. Die mache ich mal an meinem Spiegel. Jo. Und so sieht es dann aus, wenn ich meine Wimpern tusche. Genau, dann habe ich sie fertig. Ne? Jetzt gucke ich gleich noch ein bisschen, wie trocken dann die Mascara-Patzer sind, um sie wegzumachen. Ihr könnt euch das aber auch gerne mal aus der Nähe angucken, weil ja, ich mache jetzt ja auch ein Video, wo ich Mascaren vergleiche. Und man sieht auf jeden Fall, dass die Stella Lash Mascara von BH Cosmetics viel mehr drauf hat. Also die ist echt hammermäßig unterwegs gerade. Während die Perversion, ja, die trennt aber schön, ne? Die trennt schön, die macht schön länger. Das macht sie definitiv. Also schön sind sie alle beide. Ich bin natürlich eher ein Fan von der Stella Lash, ne? Die ist mehr so Wawawum. Wenn ihr Mascara-Patzer habt,
empfehle ich euch ein Spoolie. Ein Spoolie ist ein Allround-Talent. Damit könnt ihr euch Augenbrauen durchbürsten, ihr könnt euch Eyeliner-Patzer wegmachen, ihr könnt euch Glitzer-Fallout damit mega geil wegmachen, ihr könnt euch gleich auch Mascara-Kram damit besser wegmachen, ihr könnt Lippenstift-Patzer super damit wegmachen. Wenn ihr eine Mascara habt, die zu krümelig ist oder die euch gar nicht gefällt und ihr euch den Augenlook, den ihr vorher stundenlang gefühlt geschminkt habt, nicht wegmachen wollt, dann könnt ihr einfach an diesen Spoolie so ein bisschen Make-up-Entferner drauf machen oder ein Öl zum Beispiel. Und dann könnt ihr vorsichtig die Mascara damit von den Wimpern abbürsten. Das ist eine Idee, ne? Habe ich nämlich irgendwann mal gelernt, als ich eine Mascara hatte. Ich glaube, das war eine Mascara von Ofra. Die hat mir gar nicht gefallen. Genau, und dann habe ich das damit gemacht. Und hier kann ich sie dann einfach zack vorsichtig entlang gehen. Ich habe hier auch ein bisschen Glitzer Fallout. Auch einen creasenden Concealer kannst du damit ein bisschen austarieren, ne? Und hast es dann weg. Ist voll gut. Tada! Alles an Mascara-Patzern und Glitzer-Fallout und Rampampam habe ich jetzt offiziell entfernt. Und jetzt blende ich euch mal so ein paar Mascara-Vergleiche ein. Die Nabla Vicious Mascara und die Douglas Weiss Verger Mascara. Bei der Vicious Mascara haben wir ein kurzes Gummibürstchen, was so geswirlt ist und ein bisschen, ja, ne, so in sich gedreht ist, ist ein Gummibürstchen. Und bei der Weiss Verger Mascara haben wir einen Hybriden. Auf der einen Seite haben wir ein Gummibürstchen, was so ganz, ganz kurz ist, und auf der anderen Seite haben wir ein Kunsthaarbürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich werde beide Mascaren behalten, denn sie machen, auch wenn sie etwas schwierig beide im Auftrag sind, schöne Wimpern, die mir gut gefallen. Ich habe ein bisschen einen steifen Nacken, deswegen tut gerade ein bisschen dieses Kopfdrehen weh, aber wir schaffen das schon. Genau, ich mag das Ergebnis. Es ist schon so Vagavoom-mäßig, aber nicht zu extrem. Die Too Faced Better Than Sex Mascara kommt heute auf dieses Auge und die L'Oreal Lash Paradise Mascara auf dieses Auge. Nicht nur Optik und Haptik von den Verpackungen ist sehr, sehr ähnlich, sondern auch das Bürstchen. Also die Lash Paradise ist ein bisschen weniger stark, vorne dick, hinten dick, in der Mitte schmal zusammengehend, aber auch sie hat genau diese Form, an der sich so viele Mascaren immer mal wieder, ne, orientiert haben. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Auch wenn die Lash Paradise Mascara deutlich mehr Volumen, Buff, Taralalam und so weiter macht, sie gibt mir viel zu viel Produkt ab und ich hatte gerade echt einen kleinen Struggle, weil ich hatte sehr verklumpte Wimpern. Das war ziemlich übel. Das heißt, hier würde ich tatsächlich die Better Than Sex absolut bevorzugen. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Lash Paradise überhaupt behalten werde, weil mir das einfach viel zu viel Produkt am Bürstchen ist. Und das aus meinem Munde, Leute. Uff. Heute möchte ich zwei Mascaren miteinander vergleichen, die relativ ähnliche Bürstchen auch wieder haben. Da habe ich einmal von Maybelline die The Falsies Lash Lift Mascara, das ist diese hier. Und auf der anderen Seite werde ich verwenden von Pupa Vamp die Vamp Mascara von Pupa halt, ne? So schauen die Bürstchen aus und das ist halt dieses typische Kunsthaarbürstchen, vorne dick, hinten dick, in der Mitte eng zusammengehend. Der Geruch ist bei beiden vollkommen in Ordnung. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich muss gestehen, beide Mascaren sind irgendwie schon ziemlich cool, ne? Die machen einen Schwung, die trennen die Wimpern, die verkleben die Wimpern nicht wirklich und
es ist alles soweit so gut, also relativ solide und ich komme noch ein bisschen näher. Also es sieht schon nice aus, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, eigentlich, aber ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht trotzdem tun würde. Denn die Pupa-Mascara, die quasi auf diesem Auge ist, hat ein bisschen zu wenig für mich. Sie trennt die Wimpern, sie gibt Volumen, ja, alles wundervoll, aber ich finde sie zu langweilig. Ich brauche da ein bisschen mehr Wawawum. Das schafft die von Maybelline jetzt tatsächlich ein bisschen mehr, aber die von Pupa, die darf mich heute verlassen. Ja, leider. Heute verwende ich zwei verschiedene Mascaren und zwar auf dieser Seite von Maybelline die Sky High Mascara und auf dieser Seite von Anastasia Beverly Hills die Lash Break Mascara. Die Bürstchen sind absolut unterschiedlich. Die Lash Break Mascara von Anastasia Beverly Hills ist ein Kunsthaarbürstchen, was oben dick, unten dick und in der Mitte eng zusammengehend ist. Und die Sky High Mascara von Maybelline hat ein Gummibürstchen, was kegelförmig zusammengeht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Mascaren, die sehr gehypt sind und werden. Und irgendwie sind sie es auch wert, weil sie machen schon ziemlich schöne Wimpern, oder? Heute geht es um diese zwei Schätzeleins. Da habe ich einmal die Go Big Go Bold Mascara von Catrice. Das ist diese hier. Und dann haben wir auf der anderen Seite von Benefit die neue They Are Real Magnet Mascara. Die habe ich in der Mini-Größe. Hier haben wir die beiden Bürstchen. Es sind auf beiden Seiten Gummibürstchen. Von der They Are Real Mascara, von der Magnet Mascara haben wir etwas längere Gumminoppen abgehend. Aber sie sind beide relativ gerade und ja, gucken wir mal, was die beiden jetzt so zaubern werden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, während die Sonne rauskommt. Dritte Schicht, also die beiden Mascaren gefallen mir alle beide richtig, 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 richtig gut. Ja, definitiv. Also die kann ich beide empfehlen. Tatsächlich mega. Also ich mag es, dass meine Wimpern sowohl diesen Schwung drin haben, als auch diese Trennung. Ich mag es einfach mit Gummibürstchen zu arbeiten und deswegen sind die beiden echt gut. Ne? Wenn man das sich auch mal so anguckt. Ich mag. Wir tragen heute von Catrice die Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Das ist so ziemlich der Klassiker. Und von Nee die Deep Black Extension Mascara. Das ist diese hier. Beide Mascaren haben Gummibürstchen, wobei die von Catrice deutlich flexibler und deutlich filigraner nach vorne zusammengehend ist. Und die von Nee scheint ein bisschen länger zu sein von den Borsten her und tatsächlich auch leider etwas angetrockneter zu sein. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ja, man sieht leider wirklich, dass die Nähmascara mittlerweile eingetrocknet ist, aber die ist auch schon recht intensiv in Gebrauch gewesen bei mir, leider. Also ja, weil teuer, ne? Naja, aber das hier ist so ein All-Time-Favorite und ja, da greife ich auch immer mal wieder gerne zu, wenn ich Mascaren habe, die mit zu fliegenbeinmäßig sind, sage ich mal, um sie zu retten. Das mache ich gerne mit der Glam & Doll Waterproof von Catrice. Die hier ist jetzt tatsächlich aufgebraucht und kommt auch schon in die Aufgebrauchkiste. Aber einen schönen Augenaufschlag machen tatsächlich beide Mascaren, würde ich sagen. Heute soll es um diese wunderschönen Schätzeleins gehen. Und zwar zum einen von Lancôme die ganz klassische Hypnose-Mascara. Und dann habe ich hier von Manhattan Supreme Lash Volume Colorist with Lash Tint Complex. Also das soll dir tatsächlich die Wimpern dann auch noch auf Dauer einfärben. Beide Mascaren haben ein Kunsthaarbürstchen. Die Manhattan Mascara ist kegelförmig zusammengehend, während die von Lancôme ja, ganz gerade ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Können wir mal drüber reden, wie die Lancôme Mascara quasi gegen Manhattan gerade abgelost hat? Wow. Also
Die Lancôme-Mascara war relativ fresh. Also die war jetzt nicht viel aufgebraucht oder so. Das heißt, eigentlich hätte die jetzt perfekt sein müssen. Sie zaubert Länge und auch eine gewisse Definition, aber was ist das denn? Da habe ich echt nicht mit gerechnet, weil ich hatte die in Erinnerung, dass sie so richtig bam ist, ne? Ist die aber gar nicht. Zum einen habe ich den Klassiker, das ist die ganz normale, übliche They Are Real Mascara. Die habe ich hier in Full Size, weil ich die mal irgendwo, ich glaube, in der Glossy Box Benefit Box mit drin hatte. Und hier haben wir dann die neue Variante, They Are Real Magnet Mascara. Das ist diese hier. Die Bürstchen unterscheiden sich wirklich nur minimal. Wir haben in beiden Fällen ein Gummibürstchen. Ich würde sagen, dass die Magnet Mascara ein bisschen dichter ist und auch teilweise ja kürzere. Die hat kürzere Borsten und die normale They Are Real Mascara hat sowohl lange als auch kurze Noppen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Jetzt habe ich mich selber angepatzt mit Mascara. Läuft. Genau, das sind die beiden im Vergleich. Ich denke, die eine ist dann, also die Magnet ist dann quasi die Neuauflage davon. Aber wir gucken mal, wie die beiden so auf meinen Augen performen werden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascaren sind beide sehr, sehr gut, aber man merkt schon, dass die Magnet-Mascara nochmal so eine Verbesserung von der They Are Real-Mascara ist. Weil bei der They Are Real-Mascara gibt es auch Länge, sehr, sehr heftige Länge, aber je länger die Wimpern werden, desto mehr verkleben die auch. Bei der Magnet-Mascara hast du trotzdem noch einen schönen aufgefächerten und voluminösen Look und das gefällt mir deutlich besser als das hier. Ich möchte nun gerne von Essence die Lash Princess False Effect Mascara, nein, False Lash Effect Mascara testen. Das ist tatsächlich aus der Disney Prinzessin Limited Edition und die setze ich im Gegenzug zu der Coastline Mascara Black 97. Beide Bürstchen sind kegelförmige Kunsthaarbürstchen beziehungsweise ja so ne Borstenviecher halt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Im ersten Moment dachte ich, dass die beiden sich nicht so viel tun werden. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass die von Coastline definitiv besser die Wimpern trennt, auffächert und nicht so verklumpt, wie das die von Essence macht. Also ne, in der zweiten Schicht hätte ich gesagt, oh, ich gebe der von Essence den Punkt, weil die sind ja sehr ähnlich. Dann habe ich aber die dritte Schicht hier drüber gegeben und habe gemerkt, wow, hier geht die Party ab. Und ja, das sieht man auch vor allem echt krass aus der Nähe. Ich glaube, so könnt ihr das relativ gut sehen, ne? Wie da der Unterschied zwischen den beiden Mascaren ist. Hier habe ich wirklich eine relative Verklumpung und hier habe ich einen sehr gleichmäßigen, aufgefächerten und voluminösen Look, den die Mascara zaubert. Nun dürfen gegeneinander antreten von Catrice die Lift Up Volume and Lift Mascara. Die ist ja relativ neu. Und von MAC habe ich hier die In Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara. Beide haben Gummibürstchen, die relativ gerade zusammengehen, die relativ breit sind und ja, lang vor allem, sehr lang. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also aus der Entfernung finde ich die Catrice auf jeden Fall besser, weil die halt ausdrucksstärkere Wimpern macht. Von Namen finde ich aber definitiv die MAC schöner, weil die MAC trennt die Wimpern halt richtig und die Catrice verklebt die so hardcore. Also das ist echt Wahnsinn. Ihr könnt euch das mal etwas aus der Nähe anschauen, wie das, was ich meine. Das ist schon krass, ne? Also da macht Catrice die Mascara schon ordentlich klebri-beberi. Genau, aber ich finde die beide tatsächlich ganz schön, wobei ich die von Catrice eher maximal zwei Schichten empfehlen würde. Einen Schwung machen beide ganz schön rein. Aber, ne, man sieht hier auf jeden Fall die Verkleberei. Aber geil finde ich alle beide.
krass finde ich halt einfach diesen mega Preisunterschied und dass bei so sehr, sehr ähnlichen Bürstchen so unterschiedliche Ergebnisse halt bei rauskommen können, ne? Das finde ich Hammer. Zwei verschiedene Mascaren werden wir hier zusammen testen. Und zwar habe ich einmal die Max Factor Voluptuous False Lash Effect Mascara. Das ist die türkise, die ich optisch mal richtig geil finde. Und die hatte ich mal in der Box mit drin, die Divine Lashes Rich Black Mascara, auch von Max Factor. Die beiden treten nun gegeneinander an. Ja, wobei, das ist fies, ne? Gegeneinander antreten ist bei den sehr unterschiedlichen Bürstchen frech. Denn hier haben wir die beiden Bürstchen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf dieser Seite, ihr seht es nicht, auf dieser Seite haben wir ein sehr krasses Gummibürstchen, was nochmal richtig krass geswirlt ist. Und auf dieser Seite haben wir ein Kunsthaarbürstchen, was, wie ich gelernt habe, eine Erdnussform hat. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Also hier überzeugt mich tatsächlich das Faserbürstchen mehr, also die Divine Lashes, weil hier haben wir zwar den Schwung drin, aber so spektakulär und beängstigend fast schon das Bürstchen aussah, so dezent ist der Look nach drei Schichten. Ne? Ich kann ja mal ein bisschen näher rankommen. Dann seht ihr das auch von nahem, also verklebt, knack, das war die Hüfte. Verklebt sind die Wimpern bei beiden Augen nicht. Die haben bei beiden Augen Schwung bekommen und auch Länge. Aber das Faserbürstchen hat echt mehr gerissen, oder? Dann habe ich die Grande Mascara Lash Boosting Formula. Da habe ich ja auch das Wimpernserum aktuell in Anwendung und das ist richtig gut, Leute. Ich verlinke euch sowohl mein Augenbrauenserum als auch das Wimpernserum natürlich auch in der Infobox. Und auf der anderen Seite verwende ich eine Mascara. Das ist die Lashes to Kill von Catrice, die No Panda Eyes Mascara. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber ich werde die verwenden. Beide Mascaren haben ein Kunsthaarbürstchen, wobei das von der Catrice Mascara eher ein Erdnussformmäßiges Bürstchen ist und das von der Grande Lash Mascara eher ein kegelförmiges Bürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht, also wawawum tatsächlich, aber getrennt, lang. Ich finde die beiden Mascaren richtig gut, wobei die von Grande Lash mir im Endergebnis noch besser gefällt, weil sie die Wimpern noch ein bisschen schöner auffächert, verlängert und so weiter. Zu dem Look hätte ich auch tatsächlich nicht irgendwie noch so dick verklebte Wimpern haben wollen. Ne? Also dieses Definierte passt zu dem Look, weil ich habe klare Linien in Anführungsstrichen bei diesem Look und dieses Aufgefächerte, ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Ne? Mag ich. Auf diesem Auge werde ich die Pompon Mascara verwenden und auf dem anderen Auge die Benefit Roller Lash Mascara. Beide Mascaren haben Gummibürstchen, wobei die Pompon Mascara ein sehr gerades Bürstchen hat und die Roller Lash Mascara dieses typische geschwungene Bananenbürstchen. Ich empfehle übrigens, solche Mascaren dann so rum zu verwenden, wenn du die für die oberen Wimpern nimmst. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Beide Mascaren sind schon ziemlich cool, oder? Bei der Pompon-Mascara oder Pompon-Mascara hatte ich erst ein bisschen Bedenken, weil die doch sehr trocken erschien. Aber wenn man die so aufträgt, sieht die sehr, sehr geil aus. Die habe ich ja auf dem Auge hier drauf, ne? Wahnsinnig geil. Also schön lang geschwungen sind die Wimpern davon. Die Roller Lash von Benefit, da müssen wir gar nicht groß drüber reden, die macht halt richtig tolle Wimpern. Ist eine meiner Lieblingsmascaren auch und wenn man sich die Mascaren einfach im Vergleich anschaut, ist das Ergebnis gar nicht so super unterschiedlich, ne? Aber sie machen beide einen tollen Wimpernaufschlag. Krass. Ein Tipp zum Ende hin möchte ich euch natürlich auch noch super gerne geben und zwar, wenn es ums Abschminken von deinen Mascaren geht.
Mach niemals so, also dass du quasi von der Spitze zur Wurzel hin deine Mascara-Gedönsen abschminken möchtest. Immer von oben nach unten, immer vorsichtig, wenn du einen Reinigungsbalsam nimmst. Also ne, mache ich mir den immer erst zwischen den Händen etwas warm, leg mir meine Finger auf die Augen und gehe vorsichtig immer runter. Ganz vorsichtig, nicht ruppeln, nicht so machen, wirklich nur von oben nach unten, denn so schonst du deine Wimpern einfach mehr und bist vorsichtig mit ihnen. Und wenn du nett zu ihnen bist, sind sie auch nett zu dir, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Das musste ich halt auch lernen. Ich habe damals auch mit mein Abschminkprodukt genommen und einfach drüber gerubbelt, durchs ganze Gesicht gerubbelt. Mach das am besten nicht, jedenfalls nicht bei den Augen. Mach das ganz vorsichtig und behutsam. Und wenn du es langsam machst, dann kann das Produkt auch in der Zeit einfach schön einwirken und es wird im Prinzip in genau der gleichen Länge der Zeit sich abschminken lassen, aber du siehst danach nicht aus, als hättest du 3 Jahre lang geheult, glaub mir. Ihr Lieben, das war jetzt mein kleiner, aber feiner Mascara-Test. Nein, es ist doch etwas länger geworden. Falls ihr Bock drauf habt, dass ich noch weitere Mascaren so gegenüberstelle und auch wieder diesen Mascara-Auftragetest, erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht quasi, mit euch zusammen mache, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, auch welche Mascaren euch da am meisten interessieren. Denn ich habe tatsächlich noch einige da, die ich gerne gegeneinander antreten lassen würde. Und so kann ich mich auch ein bisschen durch meine Sammlung probieren, um einfach zu schauen, was habe ich eigentlich da und was zur Hölle hat diese Mascara in meinem Schrank zu suchen? Die gehört auf meinen Schminktisch. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meinen ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!